So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines GPL-Spieltages. Heute mit Spieltag Nummer 5 gegen... Ich habe den Teamnamen vergessen. Luca Super Tryhard Time? Irgendwie sowas ähnliches. Naja, irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Naja, die Glorious Emperors sind zurück, Leute. Die Glorious Emperors heute Spieltag Nummer 5. Wir stehen jetzt 3:1 in der Tabelle. Wir haben in der letzten Episode unsere erste Niederlage eingefangen. Und am letzten Spieltag, das war gegen den lieben Lukas von Art and Gaming. Knappes Match, 1:0 verloren am Ende. Aber kann man nichts machen. Heute geht es um Wiedergutmachung, die ich wahrscheinlich nicht leisten kann, einfach weil ich gar keine Zeit hatte, dieses Team zu bauen und auch gerade richtig, richtig am Arsch bin, aber es ist jetzt halt Samstag und wir müssen diesen Kampf machen und da gibt es keine Widerrede. Ich stelle euch aber derweil trotzdem mal eben fix mein Team vor, was ich heute dabei habe. Ich habe dabei heute ein Pokémon, was eigentlich gegen das Team von Lukas, Luca ganz gut ist, und zwar Bibor natürlich, ne? Mega Bibor ist klar, wieder mit einem harten Wesen, weil ein hartes Dito, ein hartes Bibor outspeedet in der Regel sehr, sehr viel im gegnerischen Team, trifft halt alles mögliche im Team sehr hart. Da habe ich noch ein defensives, ein physisch defensives Stone Cold dabei mit Donnerwelle. Donnerwelle, ein Angriff, auf den ich auch wieder sehr, sehr große Stücke setze. Und auch ein Pokémon, was eigentlich so ziemlich safe in viele Threads des Gegners reinkommen kann. Soll in erster Linie aber sowas baiten wie Galagladi. Normalerweise ist natürlich Stone Cold Setup Bait dafür. Aber wenn ich halt im Setup eine Donnerwelle oder beim Switch-In eine Donnerwelle raushaue, ist das Galagladi schon fast besiegt. Auch wenn es erst immer noch mit Aromaku hochheilen kann von Florges. Aber andere Sache. Da habe ich Brock Lesnar dabei, diesmal mit der Kerzalbeere. Das ist die Anti-Elektrobeere. Damit ich etwas habe, was auch gegen ein Zapdos immer noch ganz gut ankommen kann. Und das ist, glaube ich, Brock Lesnar. Brock Lesnar ist da, glaube ich, ziemlich gut dabei, wenn es um sowas geht. Hält auf jeden Fall irgendwie die random Donnerschläge von Galagladi oder so aus. Tankt auf jeden Fall einen Donnerbliss von einem physisch-defensiven Zapdos. Ich setze auf jeden Fall große Stücke dran. Steinkante, Erdbeben, Kaskade ist das Moveset meiner Wahl. Ich hoffe, das wird mich nicht enttäuschen. Dann habe ich den Leader, ja, Napoleon Bonaparte, ein offensives, also kommst du heute, ein offensives Empoleon, mit dem Lebensohr, Pyropumpe, Strauchle, Eistrahl, Lichtkanone, trifft alles im gegnerischen Team extrem hart, inklusive Florges. Ja, da setze ich auf jeden Fall sehr, sehr viel drauf. Genauso wie Hutzasa, heute mal speziell defensiv, aber mit einem kühlen Wesen trotzdem. Und drei Angriffsmove, inklusive der Kraftreserve Boden für Heatran. Und ich habe noch Tembrak, das Knackrak, mit dem Walschal, soll halt dafür dienen, irgendwie diverse Sachen zu, ja, checken. Ich habe auch überlegt, ob ich hier vielleicht einen Focus Sash drauf spielen soll, aber naja, letzten Endes kam es da leider nicht zu. Ich habe mich dann doch eher für einen Wahlschall entschieden, einfach um sowas wie Galagladi dann eventuell sogar nochmal checken zu können, wenn es halt auch nochmal einen plus 1 Boost drin hat. Und oh, okay, der Luca bringt auf jeden Fall ein extrem offensives Team mit, was ich gar nicht mal so bad finde. Wir gucken uns mal eben kurz an, was er nicht dabei hat. Er hat nicht dabei sein Florges, er hat nicht dabei seinen Krabums, seinen Floatzel, Alpollo, Arctos. Dafür hat er die ganzen anderen extrem starken Pokémon dabei, inklusive Seismitoad. Aber das sind auch alles Pokémon, auf die ich mich mehr oder weniger vorbereitet habe, ja. Ich glaube, Priorität Nummer 1 ist es hier in der Situation für mich. Schwierig. Was ist denn Priorität Nummer 1 in der Situation? Extrem schwierig. Aber ich glaube, mein Gegner hat kein Switch-In. In Spore, alle Pokémon, die er reinwechseln kann, werden von Buzzy ganz gut gecheckt. Ich kann dann irgendwas random einschläfern. Ich treffe alles relativ gut mit meinen Moves. Wenn ich Buzzy vorne habe, könnte er eventuell... ich überlege gerade, mit Stone Cold eventuell zu leaden, um die Rocks schon mal rauszubekommen. Ich glaube aber, das ist nicht so eine gute Wahl. Garchomp ist auch nicht so eine gute Wahl. Ich entscheide mich, glaube ich, mit Buzzy zu leaden. Einfach damit schon mal Spore rausbekommen und dann schauen wir mal weiter. Ich mache natürlich noch ein Fotofix vom gegnerischen Team, damit ich Bescheid weiß, was er hier eventuell für fiese Tricks noch am Start hat. Im Sinne von seinen Pokémon. So. Und dann geht's los, ey. Leute, ich wünsche dem lieben Luca natürlich nochmal hier good luck, have fun. GL, have fun, dude. Auf ein gutes Match. Also wie gesagt, ich erwarte heute wirklich nicht allzu viel, weil... ich hatte kaum Zeit, mich auf den Kampf vorzubereiten. Ihr seht, ich habe auch mehr oder weniger... Rihi Drachi. Was war das für eine Lache? nice, das freut mich. Bedrohas könnte also ein defensives Butalanda sein, was für mich natürlich ganz gut ist. Und ich nutze die Situation und haue jetzt erstmal einfach eine Spielspur raus.
Was ist das Schlimmste, was mich in der Situation treffen kann? Keine Ahnung. Aber erstmal eine Pilzspur. Bängervogel. Ist das vielleicht Zapdos mit den komischen Google-Glasses? Yep, wusste ich doch. Das ist die Schutzbrille. Ja, überrascht mich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so krass. Habe ich, um ehrlich zu sein, sogar fast mit gerechnet, dass früher oder später dieses Pokémon reingewechselt wird. Aber das ist okay. Das ist okay, das freut mich. Weiß zumindest schon mal, was uns hier in etwa eventuell erwartet. So. Was könnte denn jetzt für ein Move kommen? Das ist eine gute Frage. Ich bleib mal drin und gehe auf eine Matschbombe. Hitzewelle könnte jetzt kommen. Vielleicht eine Kehrtwende? Bängervogel? Ist by the way, ganz coole Namen. Natürlich angelehnt an mich. Regidrachi, Bängervogel. Daumen hoch von mir erstmal. Schauen wir mal. Der Weg geht raus. Eventuell auf sein Galagladi, was mich sehr freuen würde. Tatsumi ist Galagladi, oder? Yes! Sehr gut. Und wir kriegen schon mal Free Damage auf dieses Galagladi raus. Joa, Poison vielleicht? Ne, wir wissen alle, die 30% sind mir nicht hold. Okay. Okay. Das ist gerade absolut kein Problem. Ich habe Damage rausbekommen. Was halt schade ist, dass ich nicht die Vergiftung draufbekommen habe gerade. Das wäre schon in Hinsicht, vor allen Dingen auf einer längeren Sicht, sehr, sehr brauchbar gewesen. Ich muss jetzt das erste Mal im Kampf überhaupt kerken. Are you defensive? Defensive vor allen Dingen, defensive. Ich habe aber, wie gesagt, nur ein Bolt Nature. Ich muss gerade kerken, ob ich einen Zen Headbutt oder so überlebe. Ich meine, wenn ich das Ding dann nämlich schlafen schicke, ist schon mal eine große Threat erstmal lahmgelegt. Wenn der ein hartes Wesen hat, denke ich, ein Zen-Headbutt nicht. Ein Zen-Headbutt ist auf jeden Fall ein Roll. Frage ist, riskiert er das? Könnte jetzt natürlich auch nochmal auf Stone Cold gehen. Oder ich gehe direkt auf Knackrack. Ich will jetzt eigentlich Basi auf jeden Fall behalten. Basi ist wichtig. Ich darf Basi nicht sacken. Wie sieht es aus mit einem harten Wesen? Ich gucke nochmal ganz fix nach. Mit einem harten Wesen Zen Headbutt. Weil er hartes Wesen spielt. Darf er eigentlich nicht. Vielleicht spielt er auch Psycho Cut. Das wäre natürlich auch ganz gut. Wie gesagt, ärgerlich, dass wir hier nicht die Vergiftung bekommen haben. Psycho-Klinge, das ist okay. Die sollten wir tanken, meiner Kerks nach. Das ist ein hartes Wesen. Das ist auf jeden Fall ein hartes Wesen, was er hier spielt, Leute, ja. Ich bin mir absolut sicher, dass das ein hartes Wesen ist. Also wenn das kein hartes Wesen ist, dann, Leute, scheiß die Wand an. Aber das ist auf jeden Fall ein hartes Wesen. So, jetzt sind wir wieder am Zug. Jetzt sind wir wieder am Zug. Okay, schlafendes Tatsumi, das ist schon mal ziemlich gut für uns. Ich switche hier raus auf Stone Cold. Weil ich jetzt eventuell sogar mit Heatran rechne. Und wenn nicht, ist auch nicht schlecht. Kriegen wir halt den Sandstorm raus. Residual Damage auf diesem Dingenskirchen ist auch nicht schlecht. So, ja. Einfach einen Sleep Turn. Interessant. Das heißt, ich hätte jetzt hier safe in irgendwas reinwechseln können. Not bad. So, ich will jetzt hier aber nichts riskieren. Das heißt, für mich heißt es jetzt erstmal direkt wieder Abmarsch. Nicht auf das Pokémon. Darauf darf ich nicht gehen. Hier auf meinen Knackrack. Ich gehe auf Knackrack. Knackrack sollte hier in der Situation ganz gut sein. Weil, Knackrack hat noch Rauhaut. Das heißt, wir kriegen noch zusätzlich Schaden auf dieses Dingenskirchen, auf das Galagladi. Ich hoffe natürlich, er wacht jetzt nicht auf. Das wäre optimal. Wanton Sleep, immer ein bisschen scheiße. Da kommt Nahkampf, den tanken wir gerade noch so. Aber es macht natürlich massig Schaden. Und wenn es natürlich ganz gut ist, dass dieses Ding jetzt hier richtig viel Damage frisst. Okay. Hm.
gehe einfach mal auf eine Drachenklaue. Er hat einen Schattenstoß dabei. Ärgerlich. Hätte ich mit rechnen können, aber... Ha! Shit happens. Das ist nochmal zusätzlicher Schaden, den wir auf dieses Ding ins Kirchen kriegen. Schattenstoß. Ich habe kurz überlegt. Ja, so im Nachhinein betrachtet... ist das gerade schon echt extrem nervig. Ich meine, das wäre so gut gewesen. Immer diese One-Turn-Sleeps. Muss ich überlegen. Wie komme ich am besten aus der Situation raus, Guys? Wie komme ich hier am besten aus dieser Situation raus? Mega Bibo versuchen ein Setup hinzulegen. Oder schon mal in die Mega zu kommen. Ich glaube, das machen wir. Erstmal ein Schutzschild. Okay. Dieser vermaledeite One-Turn-Sleep. Mann! Mann! Knackrack wäre noch so wichtig gewesen. Fuck! Fuck! Oh Gott! Aber egal. Das ist das Problem an Schlaf. Darauf ist leider nicht Verlass wie in vielen Dingen in Pokémon. Schauen wir mal weiter. Aber das Team von ihm ist schon echt richtig, richtig gut gegen meins. Okay. Okay, okay, okay. Okay, geht sogar raus. Schade, das hätten wir mit U-Turn predikten können. Geht auf Regidrachi. Ja klar, das ist jetzt ein physisch-defensives Butalanda. Cool. Echt cool. Nice Counter, Bro. Hat wahrscheinlich noch den Beulenhelm, ne? Ich gehe eigentlich hier fest von dem Beulenhelm raus. Aus. Da kann ich aber wunderbar jetzt die Leader reinbringen, Leute. Ich meine, spielt er dann wahrscheinlich noch EQ drauf? Ich bezweifle das eigentlich. Er spielt EQ. Für sich defensiv. Ah, alter Schwede. Wow. Toll. Es ist ein Empoleon eigentlich auch schon weg. Cool. Echt cool. Wow. Ja, Empoleon. Kann ich jetzt eigentlich schon fast wegschmeißen, ne? Ich muss mal gucken. Salamence. Auf Level 50. Ne, es ist das Mega Salamence. Das Fatmans war es, ne? Ja, ist immer noch viel zu schnell für uns. Ich muss auch. Ja, es ist so scheiße gerade, Leute, ja. Es ist gerade so scheiße. Krakow ist was. Ist okay. Wie gesagt, ich ärgere mich gerade, dass ich immer noch nicht meine Rocks draußen habe. Könnte Gyarados noch was reißen? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, er hat noch seinen Seismitoad dagegen. Was mache ich gegen Seismitoad? Jetzt hat er 2 Observer, ne? Ja. Das ist schon ein ziemlich sickes Team, was er hier gegen uns mitbringt. Weil wenn ich mich jetzt hoch die ne? Dragon. Boah, come on, come on. Okay, Dragon Dance. Gegen Seismitoad. Seismitoad kann alles mögliche sein. Ich gehe jetzt mal von der defensivsten Variante aus. Der physisch defensiven Variante. Das würde auch einfach besser ins Team passen. Ich mache mit plus 1. Immer noch kaum Damage. Und er hat halt immer noch sein C
Cesurio da, was mir auf den Sack gehen kann. Geht er in Zapdos? Timmer, Bro. Ja, geht auch Seismitod. Seismitod. Ja, Seismitod ist eigentlich so das geringste Übel. Vor Seismitod habe ich gar keine Angst eigentlich. Wenn er voll physisch defensiv ist, dann kriegen wir keinen Twitch Kill hin. Probieren wir es doch mal aus. Den Damage Test. Oh, das war ein Crit. Das war ein guter Crit für uns. Okay, das sind die Tarnsteine. Ich habe keine Form von Hazard Removal. Und er hat halt einen Focus Slash auf seinem Cesurio drauf. Das ist Cesurio halt. Cesurio ist ultra stark. Kann ich jetzt noch einen Dragon Dance raushauen oder wäre das zu greedy? Jupp, okay, perfekt. Ich bin nämlich auch Didi gegangen. Weil er wahrscheinlich auf Zapdos oder so geht. Oder Regidrachi meinetwegen. Ja, Leute, ich war kurz am Überlegen vor dem Kampf, ob ich nicht Ice Sun mitbringe. Ich habe mich dann gegen Ice Sun entschieden, weil ich dachte, guter Lander, brauchst du nicht gegen, da hast du Steinkante drauf. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Situation, in der es sogar drauf ankommt. Okay, Steinkante trifft, das ist schon mal sehr gut. Rückenwind! Rückenwind! Wow, Rückenwind! Not bad! In der Situation macht Rückenwind sogar ultra guten Value. Das ist wirklich ultra guter Value, den er gerade mit Rückenwind macht. Aber ich benutze weiter Drachentanz. Ich bin sogar immer noch schneller, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich immer noch schneller bin. Okay, er droppt einen Draco. Den tanken wir aber, wie gesagt, wahrscheinlich auf jeden Fall den Barky. Ist bei plus 2, plus 3, ne? Er hat immer noch einen Rückenwind draußen. Ich glaube, nächste Runde ist der Rückenwind schon raus. Da gibt es einfach eine Kaskade. Oh, und was geht denn der jetzt? Fängervogel. Perfekt. Ich meine, der Rückenwind gilt 3 Runden. Erste Runde, zweite Runde und das ist jetzt die dritte Runde. Das heißt, nach dem Zug ist der Rückenwind erstmal gone. Oder? Gut, dass wir bei plus 3 sind. Das ist sehr gut. Garados macht hier eine sehr gute Arbeit. Nimmt das Zapdos aus dem Spiel. Jetzt ist der Rückenwind weg. Ja, wir sind bei plus 3. Wir outspeeden jetzt so ziemlich alles im gegnerischen Team. Aber er hat immer noch die Cesurio. Und die Cesurio ist wirklich das, was mir Sorgen bereitet. Da ist Lucius. Cool. Cesurio. Autopilot-Pokémon schlechthin. Er hat auf jeden Fall einen Sash drauf. Hat auf jeden Fall einen Sash drauf. Hat auf jeden Fall einen Sash drauf. Garados. Brauchen wir, glaube ich, gerade seriously wirklich nicht mehr. Garados hat einen super Job gemacht. Ich muss das Ding jetzt auf einen Sash runterbringen. Und dann war es erstmal für Garados. Ja. Focus Code war obvious. Jetzt kommt der Abschlag. Cesurio ist nicht schnell, ne? Wie schnell ist Cesurio? Kehrzahl wäre. Ja, und da haben wir jetzt gerade ein sehr, 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 sehr großes Problem, vor dem wir stehen. Ein sehr, 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 sehr großes Problem, vor dem wir stehen. Noch ein Gelate, tot. Dieser Damage auf meinen Empoleon, der ist... Das ist das, was mich gerade echt abfuckt. Das ist einfach mal unnötiger Schaden, den wir gefressen haben.
Hätte ich vorher die Rocks rausbekommen, das wäre sowas von wichtig gewesen. Wisst ihr? Hätte die Fahrradkette. Muss auf Stone Cold gehen. Er hat so wie Priority im Team mit Shadow Snake. Er hat wahrscheinlich noch die Schub-KB auf seinem Hetran. Die gibt's auch noch, die dürfen wir nicht vergessen. Oh Gott. Ich würde am liebsten meine eigenen Tarnsteine rauslegen, ne? Aber das kann ich gerade nicht machen. Wag es nicht. Ja, Cesurio. Viel zu große Threat, Leute. Viel zu große Threat. Sollte verboten werden, Kappa. Oh Mann. Und die Tarnsteine liegen ja auch noch auf unserer Seite, ne? Er hat noch Galagladi. Ich glaube. Hat zumindest das gelayt. Ich könnte Stone Cold noch gebrauchen. Ich meine, es ist wahrscheinlich schneller als das Seismitoad. Schauen wir mal. Quasi kommt rein. Quasi tankt halt jetzt dann noch einen Nahkampf. Das heißt, wir kriegen auch nochmal zusätzlich. Ne, tankt er nicht. Okay. Ist auch in Ordnung. Die ist Tatsu-Dingens-Ding, ne? Oh Mann, das nervt mich. Und vor allem die Tarnsteine jetzt. Er hat auf jeden Fall noch die Schuka-Beere auf seinem Dingens drauf. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Auf seinem Heatran. Oh, Giftie. Er holt sogar zurück. Geht er jetzt seriously auf Heatran? Immer, Bro. Ne, ist das Seismitoad. Ich war gerade kurz überlegen, ob ich vielleicht was anderes mache. Alles auch okay. Ich meine, das Toad ist weg. Weil Toad, wie gesagt, das geringste Übel ist. So gesehen. Jetzt kommt Brutalanda. Warum hat er den Shadow Sneak drauf? Und warum habe ich mein Garchomp so easy gesackt? Er hat die Schuka-Beere drauf. Er hat die Schuka-Beere drauf. Bringt ja alles nichts. Ich muss auf Schlagbohrer gehen. Hoffen, dass ich vielleicht critte. Wir haben ja eine erhöhte Crit-Chance. Komm, zeig mir die Schuka-Beere. Hat er nicht. Oh! Gott, das war ein Kill. Das tut mir leid. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht jinxen. Oh Gott, tut mir das leid, Luca. Das wollte ich jetzt nicht jinxen, Mann. Um Gottes Willen, Luca, tut mir das leid. Um Gottes Willen. Oh Gott, der war unglaublich wichtig. Und er hatte nicht die Schuka-Beere drauf. Wahrscheinlich die Lefties. Oh Gott, nein. Nein, nicht schon wieder. Da fühle ich mich gerade gar nicht gut. Ich fühle mich gerade gar nicht gut, Leute. Mega Beedrill. Mega gelayt. Das müsste eigentlich ausreichen. Wir haben gesehen, er hat ein hartes Wesen. Ab dieser Range müsste eigentlich Shadow Sneak Mega Beaver besiegen. Shadow Sneak. Wobei, muss nicht unbedingt sein, sehe ich hier gerade. Giftie. Oh nein, Luca, tut mir das leid.
Ich glaube, das haben wir gewonnen. Aber ich fühle mich gerade ganz und gar nicht gut. Dieser Crit am Ende hat es entschieden. Oh Gott, nein. Guter Lana kommt rein, kriegt einen Bedroher raus. Aber da haben wir ihn rausgehext. Jesus Christ, tut mir das leid. Das müsste selbst bei minus 1 reichen, oder? Wer es überlegt, haben wir verloren, aber es müsste eigentlich reichen. Er hat noch einen Boyenhelm, das heißt, das Mutananda kriegt sogar noch ein K.O. Und wir gewinnen diesen Spieltag 2-0. Extrem unverdient für diesen Crit am Ende. Und dann noch dieser Crit auf Seismitoad. Ah, Luca, es tut mir echt leid. Ich kann mich bei diesem Sieg gerade wirklich nicht wohlfühlen. Oh Mann. Ich meine, okay, das ist Pokémon 4-1, aber wow, seriously. Ich fühle mich gerade echt schlecht. Weil ich einfach weiß, das habe ich nicht verdient. Das habe ich echt nicht verdient, Leute. Ich habe so schlecht gespielt im Early Game, im Endgame gehext. Und dann auch gewonnen. Es tut mir echt leid. Ich kann mich da echt gerade wohl fühlen. Aber das ist Pokémon. Ich muss mich gleich nochmal echt aufrichtig bei dem entschuldigen. Leute, jetzt sagen einige wahrscheinlich, halt dein Maul, hör auf hier rumzuheulen, das ist Pokémon, aber... Er hat sich super vorbereitet, sein Team hat meins eigentlich regelrecht auseinandergenommen. Ich habe voll die Misplays gemacht, ich habe Shadow Sneak unter anderem vergessen. Earthquake... Vergessen wir einfach. Auch wenn ich... Ja, egal. Letztendlich kann man, glaube ich, wirklich nur sagen... Sieg ist Sieg. Egal wie, das ist die GPL. Jeder Punkt ist wichtig. Wir stehen jetzt 4-1. Nächste Woche geht es gegen Pleasant dran. Und da werde ich mich auf jeden Fall besser vorbereiten als diese Woche. Das war jetzt gerade der sneakigste Win vom Feinsten. Und Leute, ich kann nur sagen, schaut auf jeden Fall nochmal bei Luca vorbei, Mann. Allein, wenn er so ein Teamvorbereitungsvideo gemacht hat oder so, das ist echt interessant immer. Ich meine, er hat super vorbereitet. Er hat, glaube ich, schon geahnt, was ich mitnehme. Ich meine, meine Picks waren teilweise auch schon sehr kreativ, sag ich mal. Aber gut, am Ende hat es Mega Bibo gerissen. Mega Bibo, Leute, Staatsfeind Nummer 1. Wow, Glorious Emperors, 4-1. Ein Winner Sneak, muss auch mal sein. Ausrufezeichen, Hexe Scheiße. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, Daumen nach oben ist gerne gesehen. Wie gesagt, schaut nochmal auf jeden Fall auf Lukas Channel vorbei, um den Kampf nochmal aus seiner Perspektive zu sehen. Das ging heute echt schnell. Ich glaube, in einer halben Stunde sind wir durch gewesen, sogar ein bisschen weniger. Ja. Ich gehe mich jetzt in die Ecke stellen und schäme mich und ich wünsche euch noch viel Spaß. Am heutigen Sonntag, nächste Woche geht es ran gegen Present. Ich glaube, das müsste eigentlich sogar, falls Present, selbst wenn Present verloren hat, das Spitzenspiel sein, erster gegen zweiter. Und da verspreche ich euch, hoch und heilig, ich werde mich richtig gut vorbereiten. Weil so etwas wie heute mit der Teamvorbereitung, das will ich jetzt die nächste Zeit eigentlich nicht bringen. Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig, schönen Sonntagabend noch, ciao, euer Regi.